heute ist es endlich soweit und die Niki wird sich ihr erstes eigenes Pferd kaufen. Deshalb haben wir so ein paar kleine Überraschungen geplant. Sie weiß übrigens auch nichts von diesem Video. Why don't you stay? Stay, 'cause I can read. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und oh Gott, auf dieses Video freue ich mich jetzt schon seit Wochen, denn heute ist es endlich soweit und die Niki wird sich ihr erstes eigenes Pferd kaufen. Oh Gott, ich hätte nie gedacht, dass das jemals noch passiert. Aber die Niki wird sich ihre Reitbeteiligung, den Artus, kaufen. Und ja, heute wird eben der Kaufvertrag unterschrieben. Und wir haben uns gedacht, wir möchten der Niki diesen Tag einfach ein bisschen verschönern. Wir möchten, dass der Tag für uns alle in Erinnerung bleibt. Deshalb haben wir so ein paar kleine Überraschungen geplant. Sie weiß übrigens auch nichts von diesem Video. Deshalb drehe ich das Intro jetzt auch noch zu Hause. Ich weiß, ich rede wahrscheinlich viel zu schnell, aber ich bin so... Also ich glaube, ich fieber mindestens genauso viel mit wie sie. So, bevor ich jetzt in den Stall fahre, werde ich uns einmal noch Punsch kochen, damit wir natürlich auch anstoßen können. Und bei den kalten Temperaturen macht Sekt nicht so viel Sinn. Deshalb mache ich uns Punsch. Die Julia hat auch zwei richtig coole Überraschungen mit, aber das zeige ich euch dann nachher alles, wenn wir im Stall sind. Ja, und ich würde sagen, ich gehe mal nach unten, koche den Punsch und fahre dann auch los, denn so viel Zeit habe ich auch schon wieder gar nicht mehr. Ich bin jetzt gerade in den Stall angekommen und es schneit einfach so viel. Ich habe gerade ewig in den Stall gebraucht, weil natürlich die ganze Straße voller Schnee ist und es ist so rutschig. Und die Niki ist jetzt vor mir im Stall. Eigentlich wollte ich vor ihr im Stall sein. Aber ja, ich habe wieder zu lange für alles gebraucht. Ja, und jetzt mal schauen, was wir noch machen werden. Aber ich glaube, im Endeffekt werden wir jetzt eigentlich nur wahrscheinlich noch ein bisschen quatschen und uns einfach gemeinsam freuen. Und dann warten wir, bis die Lisa kommen und die zwei das eben alles mit dem Kaufvertrag machen. Und in der Zwischenzeit kommt dann Julia in den Stall. Ich bin paranoid, nicht, dass sie mich irgendwo hört. Kommt die Julia in den Stall und dann werden wir, während die beiden eben das alles mit dem Kaufvertrag klären, den Artus quasi, also zum Artus gehen und was wir dann alles machen werden, das werdet ihr dann sehen. Aber, was muss ich jetzt mitnehmen? Punsch. Punsch muss jetzt im Auto bleiben. Und, na, wobei, eigentlich sollte ich den mit reinnehmen, sonst wird er vielleicht zu kalt. Und ich brauche ein Stirnband, weil das schneit einfach so viel. So, die Nitschi und die Lisa sitzen jetzt bei uns im Stüberl und klären das ganze Rechtliche mit dem Kaufvertrag. Und du musst die zeigen. Alter, wie riesig ist die Wohnung? Und schaut, wer jetzt hier ist und schaut mal, was für eine Kuh ist. Ey, Hut ab, denn Julia hat das einfach selbst gemacht. Die hatte die Idee, die hat alles selbst gemacht. Die Masche, cool, wie hängen wir die? Achso, die kann man einfach durchfahren. Na. Du kannst es aufmachen. Alter, wie, Alter, Julia, willst du mich verarschen? Geil, oder? Oh mein Gott, und wir haben, also ich habe noch einen roten Halsring. Geh mal ein. Und cool, den werden wir jetzt dem Artus umhängen, wenn... Und wir reden drinnen weiter, weil es ist arschkalt. Ja, wir werden ja gehen und reden. Und genau, wir schummeln uns jetzt irgendwie dabei in den Stall, geben dem Artus die Decke herunter und geben ihm die Masche dann drauf. Und so bekommt die Niki den Artus dann überreicht. So, wir sind jetzt einmal außenrum durch den Stall, damit die Niki ja nicht die Judith sieht und vor allem nicht die Masche sieht. Und jetzt müssen wir hier irgendwie ganz illegal in unseren Stall einbrechen. Einbrechen. Weil man halt von unserem Stübel aus wirklich genau das Tor sieht. Und ja, suchen wir einmal den Artus. Geben ihm die Decke runter. Und sollen wir ihm gleich die Matschen aufgegeben? Ja, oder? Und brauchen wir Häufter nach? Wir haben gehäuft. Mhm. Wir brauchen Häufter. Ich hole schon einen Anzug. Ja. Wie schick, dass du da herumlaufst. Die ist echt riesig, die Masche! Ja. Die ist wirklich geil. Also die ist auch für Fotos noch. Ja, eben. Artus. Artus, wo bist du? Ich habe jetzt einmal noch schnell einen Halfter geholt, weil ohne Halfter wäre das wahrscheinlich ein bisschen lustig geworden. Ihr habt mir Herzklopfen gehabt. So, wir haben dem Artus jetzt die Masche angezogen und haben das eben hier mit dem Halsring befestigt und hat sich das so brav einfach anziehen lassen mit ein paar Leckerlis. Und jetzt warten wir drauf, bis die anderen fertig sind. Und dann bist du das Geschenk, Artus. Dir selbst gekaufte Geschenk. Ja, genau.
somewhere, somehow I guess I lost it all. Try to keep it up and standing tall. Why don't you stay, stay, cause I could really use a friend. Stay, please stay, cause my heart really needs a man. Somewhere, somehow I guess I lost it all. Stay, stay here with me. Happiest Mensch on Earth. I'm trying to make it up for my mistakes, but everywhere I turn some hearts will break. Something, someone will end up getting hurt again. There's no need to play pretend. Why don't you stay, stay, cause I could really. Wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Wir haben dann den Abend noch schön ausklingen lassen. Und wer ist hier? Die so frisch gebackene Mami. Horse Mom. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass dieser kleine Frechdachs jetzt mir gehört. Wir haben uns schon das Halfter von Pippi ausgeborgt. Ah ja, stimmt. Genau. Denn, was machen wir jetzt gleich mal? Was liest? Mist, Gesundheit. Sorry. Wir machen jetzt gleich mal Fotos. Erste Fotoshooting mit eigenem Pferd. Oh. Wow. Und ich bin jetzt schon hier bewaffnet mit Nitschis Kamera, denn wir wechseln heute mal die Rollen. Und das können wir in Zukunft noch viel öfters machen, weil die kleine Maus hat jetzt ein eigenes Pferd. Und da können wir so viele Fotos machen, wie wir wollen. Und so viele Videos und Challenges und wirklich, wir träumen schon. Mir oder dir selber? Uns, achso. Na. Niemals. Na. Also ich werde auf jeden Fall auf euch so viele coole Videoideen folgen. Wir haben schon wirklich gebrainstormt, was man alles filmen könnte und dann so dahin geschwärmt und ja. Es wird cool. Ich glaube auch. So, und jetzt nutzen wir das Wetter noch aus und wie gesagt, ich mache jetzt ein paar Fotos und dann wollen wir nachher auch noch vielleicht Reitfotos machen, weil das Wetter ist halt noch immer richtig gut. Wir machen jetzt ein paar Fotos. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut and now the frostbite. Ja, genau. Ist das für die Niki Homepage? Na, das ist für, wenn Niki jetzt ein Pferd hat. Dani, was ist da vorne? Ah, ja, stimmt. Was? Ja. Ist das jetzt dein Pferd oder wie? Sie hat noch gekauft. Hä? Ja, das ist der Anfang. Ich weiß eh, aber... Sie hat noch gekauft einfach. So, wir sind jetzt fertig, aber das hat gerade so spontan irgendwie gepasst. Kurz noch ein paar Fotos am Reitplatz gemacht. Holy shit. Und ich habe gemerkt, der Pilgrim ist einfach so unausgelastet. Und ja, hatten wir gerade mal ein bisschen Spaß am Reitplatz. Thank you.
Jetzt war. Also das hat er auch noch nie gemacht, dass es so rüberfährt und so buckelt. Maus, du hast jetzt ein eigenes. So wurscht, knutschen zwei Pferde auch. Oh, danke, jetzt dann knutschen. Jede Schwarze. Cool. Na, wir dann teilen. Wir sind fertig mit allem. Wie gesagt, haben ein paar Fotos gemacht. Niki ist noch geritten. Ich habe noch ein bisschen in der Halle mit dem Piepsi gespielt und vorher draußen im Reitplatz. Und jetzt werden wir was essen. Denn ich habe der Niki zu Weihnachten diese nachgemachten Oreos geschenkt. Black and White Mirabella. Wir waren früher immer so Oreo-süchtig und boah. Prost. Prost. Bin gespannt. Man schmeckt schon einen Unterschied, aber ich finde das. Für das, also. Schmeckt gut. Mhm. Ich finde es schon Fairtrade. Cool. Ich würde sagen, wir beenden dieses Video jetzt, oder? Und essen noch weiter. Das sind nämlich noch drei drin. Ja, was? Das ist einer zu wenig. Wir haben nur vier solche Sachen. Ja, okay. Magst du beenden? Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Servus!